Unsere E-Profis sind heute am Land unterwegs. Sie schauen sich ein Best-Practice-Beispiel an. Wie funktioniert Elektromobilität in Kombination mit einer PV-Anlage? Welche Möglichkeiten gibt es zur idealen Stromspeicherung? Das und vieles mehr klären wir jetzt. Harry und Gary sind heute unterwegs. Sie wollen Elektrotechniker Peter Platzer besuchen. Peter fährt selbst seit Jahren elektrisch. Er hat eine große PV-Anlage auf seinen Dächern montiert und betreibt außerdem einen großen Batteriespeicher mit einer von ihm selbst entwickelten Programmierung. Außerdem treffen sie Horst Brandlmeier, den Vorstand der ÖMAG, und klären, was es braucht, damit noch mehr erneuerbarer PV-Strom ins Stromnetz kann. Aber dazu kommen wir später. Für ihre Reise haben sich unsere E-Profis einen vollelektrischen Hyundai Ioniq 6 ausgeliehen. Der Koreaner fällt von außen vor allem durch seine runde Form auf. Diese Form beschert ihm einen sehr geringen Luftwiderstand. Nach den ersten gefahrenen 40 Kilometern, die quasi faktisch nur Autobahn sind, kann man sagen, das Ding fährt sich sehr agil, also sehr handlich, sehr gut abgestimmte Lenkung, sehr angenehm abgestimmtes Fahrwerk, also ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit. Leistung wie bei jedem Elektroauto sowieso ohne Ende. Und was mich bis jetzt sehr überrascht, ist die Geschwindigkeit versus Verbrauch. Also wir haben für die Geschwindigkeit einen ziemlich niedrigen Spritverbrauch. Also Spritverbrauch ist gleich Stromverbrauch logischerweise. Ich gehe mal davon aus, dass das die Aerodynamik ist. Das Auto hat ja gerade hinten quasi die ideale aerodynamische Form. Und in dem Geschwindigkeitsbereich, in dem wir jetzt auf der Autobahn unterwegs sind, so um die 130, wird man das schon merken. Der Hyundai Ioniq 6 hat in dieser Long-Range-Ausführung eine 77,4 Kilowattstunden große Batterie und Allradantrieb. Seine stolzen 325 PS schaffen mit einem Eigengewicht von 2050 Kilogramm ein Drehmoment von 350 Newtonmetern. Der Verbrauch nach WLTP liegt bei 15,1 Kilowattstunden, die Reichweite bei 583 Kilometer. Vor allem hat der Ioniq 6 auch eine Funktion, die besonders interessant ist. Er kann bis zu 3,5 kW seiner Batterie über eine normale Schuko-Steckdose wieder abgeben und ist somit auch eine riesige Powerbank. Ja, und wenn man da jetzt runterschaut, dann hat man ebenfalls eine 230 Volt Steckdose, wo 16 Ampere, und wenn man das wieder ausmultipliziert, haben wir wieder eine Leistung von 3000 Watt oder 3 kW. Und genau mit Speicherlösungen wollen sich Harry und Gary heute beschäftigen. Wie arbeiten stationäre Speicher von PV-Anlagen mit Elektroautos zusammen? Ein Best-Practice-Beispiel hat sich Elektrotechnik-Fuchs Peter Platzer gebaut. Er wohnt in einem alten Bauernhof, der vor einigen Jahren saniert wurde. Auf den Dächern hat Peter seit vielen Jahren eine PV-Anlage, die aus allen möglichen Richtungen Strom produziert. Peter, wie du also die PV-Anlagen, und es ist ja nicht nur eine, sondern es sind mehrere, wie du die geplant hast, was sind da für Überlegungen bei dir im Kopf gelaufen? Harry, ich wollte eigentlich über den ganzen Tag verteilt Energie haben. Das heißt, ich habe eigentlich alle möglichen Orientierungen von Ost-, Süd- und Westseite hergenommen. Und durch meine Dächer habe ich zum Teil auch Nordwestseiten, die dann am Abend stark bestrahlt sind. Und das hat sich recht gut bewährt. Also jetzt die längsten Tage, die Sonne geht also sehr, sehr weit in Richtung Nordwesten. Hast du also ebenfalls also noch bis weit in den Nachmittag oder in den frühen Abend hinein hast du also Energie? Ich habe eigentlich Energie, bis die Sonne untergeht. Ich habe eine Fläche, die schaut genau in den Sonnenuntergang, und ich habe am Abend nur 3 bis 4 kW erzeugen. Die Summe der ganzen PV-Anlagen jetzt in kW-Peak, wo liegen wir denn da? Die Summe der installierten Leistung sind 45 kW-Peak und ich komme bei optimalen Bedingungen auf ca. 36 kW Spitzenerzeugung. Was kriegst du so im Schnitt an einem schönen Tag, lange Tage heraus, und was tust du vor allen Dingen mit dem Strom? Wie verwendest du den? Bei optimalen Bedingungen sind es 230 bis 240 Kilowattstunden. Harry, es ist aber bei mir eher untypisch, weil ich durch die vielen Ausrichtungen und die Beschattung, die ich auch habe durch die Bäume rundum und um, deutlich weniger habe, wie eine 45 kW Peak-Anlage mit Südorientierung hätte. Dafür gewinnt Peter aber seinen Strom von sehr früh bis sehr spät. Und das ist ihm mehr wert als eine höhere Spitze zur Mittagszeit.
Die Nacht beschert einer Photovoltaikanlage eine Ruhepause. Diese überbrückt Peter mit einem großen Speicher. Dafür hat er sich keine typische Batterie zugelegt, sondern denkt das Ganze eine Nummer größer. Boah, wo sind wir denn da? Da sind wir jetzt beim Speicher, sprich bei der Batterie. Ich zeig dir das jetzt einmal kurz. Okay. Das ist einer von zwei Kästen mit den Modulen. Und da oben ist auch ein Bild, wenn man da einmal draufklopft, da kann man dann nachschauen, wie der Status ist. In dem Fall haben wir okay. Okay. 90,8% geladen. Und ja, das SOH ist immer noch 100% nach einem Jahr. Das erinnert mich jetzt ein bisschen eigentlich an eine Autobatterie. Da sind die halt flach nebeneinander und quasi ein bisschen weniger in die Höhe gebaut, aber es schaut in Wirklichkeit ziemlich ähnlich aus wie ein Auto dann. Es ist im Wesentlichen nichts anderes wie eine Autobatterie. Also wir haben da Samsung SDI-Zellen, die werden auch in Autos verbaut. Es wird ein bisschen anders angeordnet. Im Auto sind sie halt vielleicht ein bisschen länglicher im Boden drinnen, aber im Wesentlichen ist es das Gleiche. Das, was du da erinnerst, dass ich im Gegensatz zum Auto sparst, ist das Thermomanagement. Also du hast wahrscheinlich keine Kühlung und keine Heizung, weil du das nicht brauchst. Das ist richtig. Das spare ich mir daher, weil es ein Niedervoltsystem ist. Und weil das Produkt so gemacht ist, dass er aktives Balancing hat und ohne Kühlung auskommt. Warum das Thema Thermomanagement im Auto wichtig ist, wissen wahrscheinlich schon manche unserer Zuseherinnen. Da geht es darum, dass so eine Batterie einen idealen Temperaturbereich hat, wo sie dann auch sehr lange sehr gut funktioniert. Und beim Auto ist der natürlich relativ groß, weil das kann von ganz heiß bis ganz kalt gehen. Das heißt, da muss man die Temperatur aktiv beeinflussen und das haben wir da herinnen natürlich nicht, weil wir da in einem Keller sind und da ist die Temperatur mehr oder weniger gleich. Jetzt war natürlich spannend, Peter, wie viel Kapazität haben wir jetzt in diesen beiden Schränken verbaut? Ja, in Summe sind es 76,8 Kilowattstunden. Das heißt, das ist ungefähr so groß wie in meinem und in deinem Auto. Hast du die genauso gebaut, weil die Autobatterie auch so groß ist wahrscheinlich, oder? Ja, nicht ganz. Ich habe es eigentlich gebaut, weil ich vorher mal ermittelt habe, welche Lastkurve habe ich, welchen Stromverbrauch habe ich, und dann habe ich diverse Auslegungskriterien gehabt, die wollte zumindest zwei Tage durchkommen. Im Winter, wenn ich einmal kein Auto laden muss und keinen PV-Strom habe, und nachdem habe ich es eigentlich ausgelegt. Was kannst du also jetzt unseren Followern für einen Tipp geben, wenn die eine PV-Anlage haben und wenn sie also auch überlegen, also einen Speicher nachzurüsten? Auf was sollte man da achten? Man soll sich einfach einmal seine eigene Lastkurve anschauen. Das heißt, was habe ich für einen Stromverbrauch, wenn ich bereits eine PV-Anlage habe, was erzeugt die? Und welche Anforderungen habe ich an den Speicher? Es macht wenig Sinn, den Speicher groß zu dimensionieren, wenn ich das nicht brauche. Und es macht wenig Sinn, ihn zu klein zu dimensionieren. Das heißt, will ich ein Auto laden, dann muss es größer sein. Will ich das Auto nicht laden, muss es kleiner sein. Gibt es da eine Faustformel, die man also jetzt so anwenden kann in der Praxis? Ich würde einmal sagen, Minimum einen Nachtverbrauch plus vielleicht 50%. Jetzt geht's aber wieder raus aus dem Keller und zurück in den Garten, denn unsere E-Profis erwarten heute noch Horst Brandlmeier, den Vorstand der ÖMAG. Jetzt ist das Thema PV-Ausbau ja ein Thema, das ja unheimlich an Dynamik gewonnen hat und jeder, der irgendwie will, wie eine PV-Anlage und jetzt gibt es wieder und jetzt ist es auch vernünftig finanzierbar, jeder denkt dann an Speicher. Wie schaut denn diese ganze Geschichte aus Sicht der Netzbetreiber eigentlich aus? Auf der einen Seite müssen wir die Netzinfrastruktur ausbauen, um höhere Kapazitäten von Erneuerbaren in das Netz zu bekommen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich, weil das ja länger dauert, das bestehende Netz intelligent nutzen. Die intelligente Nutzung besteht darin, dass man flexible Kapazitäten, sofern man sie hat, natürlich so einsetzt, um die Netzspitzen bestmöglich zu kappen. Und das könnte aber auch heißen, wenn ich jetzt also eine PV-Anlage Plus Speicher habe, dass ich gerade in der Mittagsspitze, wo viel produziert wird, also diesen Strom letztendlich nicht ins Netz reinschiebe, sondern schaue, dass ich selber viel verbrauche, dass ich das Auto lade und dass ich auch den Speicher lade. Was sagst du dazu? Ja, das kann entweder jeder selber machen, aber noch besser wäre es, wenn man das zentral steuert, zum Beispiel über den Übertragungsnetzbetreiber, wo man das dann sicherstellt, dass das auch dann gekappt wird, wenn es im Netz eng wird. Was würde das also jetzt für einen Mehrwert bringen, zum Beispiel aus volkswirtschaftlicher Sicht? Wenn man es sanft runterregelt, dann ist es so, dass man dann aus diesem Grund mehr erneuerbare Stromerzeuger, volatile erneuerbare Stromerzeuger im bestehenden Stromnetz anbinden könnte. Dafür bräuchte es aber noch rechtliche und technische Neuerungen, die der Energiewende helfen könnten.
Unsere E-Profis kommen noch einmal zurück zur Batterie, denn hier hält sich ein hartnäckiger Mythos. Nämlich, dass Batterien von Elektroautos schon nach 3 Jahren ohnehin kaputt sind und ausgetauscht werden müssen. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Ja, mein Auto ist jetzt fast 3 Jahre alt, hat 74.000 Kilometer und ich merke eigentlich überhaupt keinen Unterschied von der Reichweite her. Also mein Elektroauto ist ungefähr seit März 2020 war das und hat 110.000 Kilometer und ich habe nach wie vor eigentlich fast volle Ladung bei der Batterie und keine technischen Probleme. Seit wann habe ich mein E-Auto? Das habe ich jetzt knapp über 3 Jahre. Er hat knapp über 50.000 Kilometer drauf und der SOH, also der sogenannte State of Health, der also angibt, wie viel von der Ursprungskapazität habe ich noch, liegt bei mir derzeit bei 96% und ich komme immer noch weit über 400 Kilometer, also hat sich gegenüber dem Neufahrzeug in Wirklichkeit nichts verändert. Der Mythos der kaputten Elektroautobatterie nach 3 Jahren ist also zerstört. Unsere E-Profis genießen den Sommertag und fahren zurück nach Salzburg. Nach den vielen Kilometern stecken sie den IONIQ 6 noch einmal an der Salzburger G-Schnellladestation an und lassen den spannenden Tag Revue passieren. Sie haben heute gelernt, dass man Elektroautos auch aus großen Speichern von Photovoltaikanlagen laden kann. Dass hoher Stromverbrauch, zum Beispiel durch das Laden von Elektroautos zu Mittag, während PV-Anlagen auf Hochtouren laufen, dem Stromnetz hilft. Und dass unsere Stromnetze allgemein sehr intelligent werden, um noch mehr erneuerbare Energie aufnehmen zu können.